Schutzmatten. Sicher ist sicher. Falls du wirklich ernsthaft draußen trainieren möchtest und oder Fliesen deinen eigenen vier Wänden hast, solltest du über Schutzmatten nachdenken. Bevor du allerdings Geld für diese ausgibst, solltest du auf jeden Fall die Basics haben, sprich Hantelbank, Hanteln und Gewichte. Schutzmatten sind an und für sich nicht zwingend notwendig, sondern eher ein nice to have. Achte beim Kauf darauf, dass du mehrere Matten ineinander stecken kannst. Diese Art Matten werden in der Regel als Puzzlematten bezeichnet. Das ist wichtig, weil die Schutzmatten fest miteinander verbunden sein müssen. Solltest du schweres Bankdrücken ausführen und dabei deinen Fuß in den Boden stemmen, darf die Schutzmatte nicht wegrutschen. Genau das könnte aber passieren, wenn du sie nicht ineinander steckst, sondern lediglich nebeneinander gelegt hast. Abgesehen davon weißt du nie, wie viel mehr zukünftig noch gebraucht werden kann. Vielleicht besorgst du dir noch ein Laufband, Crosstrainer oder ein anderes Fitnessgerät und willst dann den Bereich der Schutzmatten ausbreiten. Womöglich willst du dir aber auch einen kleinen Bereich ablegen, auf welchem deine Hanteln und Gewichte ablegst. Idealerweise besorgst du dir ebenfalls ein Set mit Endteilen, damit der Schutzmattenbereich nicht wie ein unfertiges Puzzle aussieht. Wissenswertes bezüglich Schutzmatten. Neben der Schutzfunktion können diese Matten auch dämpfen. Zum einen Geräusche, ihre Untermieter werden danken, zum anderen aber auch Wärme. Solltest du den Luxus einer Fußbodenheizung genießen, dann kleide vielleicht nicht den gesamten Raum aus mit Matten. Das könnte dann doch sehr kalt werden. Darüber hinaus absorbieren die Matten die Wucht beim Aufprall. Das kommt dir nicht nur zugute, wenn du versehentlich eine Hantelscheibe fallen lässt, sondern ebenfalls, wenn du darauf herumturnst. Die Absorption schont die Gelenke. Bezüglich der Größe kannst du frei entscheiden, wobei ich eher zu mehreren kleinen Matten tendiere. Unten habe ich dir 30x30 cm Schutzmatten inklusive Endstücke verlinkt, die ihren Job bestens erledigen. So hast du noch ein wenig Flexibilität beim Auslegen. Die anderen Produkte sind 60x60x und 62,5x62,5 cm. Da kann es schon einmal vorkommen, dass du die Ecken nicht ganz abdecken kannst. Achte darauf, dass du die Matten ineinander stecken kannst. Kaufe lieber mehrere kleine als wenige große Matten. Es sei denn, du willst einen kompletten Raum auslegen.